behüte euch. Das ist schön, dass wir uns mal auf eine andere Art treffen. Aber schon schade, dass mich die Kinder nicht sehen können. Sehen mich die Kinder? Gut. Ich liebe es, wenn die Sonnenstrahlen schon ein bisschen durchs Fenster hereinkommen, bis in mein Herzl hinein. Ich habe für euch etwas versteckt. Da, das ist der kleine Prinz. Der kleine Prinz, das ist eigentlich eine alte Geschichte. Aber die ist gut. Der kleine Prinz hat einen Freund gefunden. Warte, der kommt schon. War ein bisschen schwer. Der Fuchs ist sein Freund geworden und hat einen Platz in seinem Herzen bekommen. Eines Tages hat der Fuchs für den Prinzen ein Geheimnis gehabt und gesagt, du, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Da drinnen kapiere ich es nicht immer. Aber da ein bisschen. Deshalb habe ich euch was mitgebracht. Noch was. Das passt zu jemandem. Ja, raten. Das passt auch zu Jesus. Zu Jesus, der mit dem Herzen gespürt, geschaut und gelebt hat. Bitte, ich habe jetzt kein Bild von Jesus mit, aber mach du mal deine Augen zu. Schaffst das nicht schummeln? Augen zu. So, und jetzt denk an Jesus, als würdest du in deinen Gedanken ein Bild malen von ihm. Ich denke an Jesus. Geschafft, geschafft, dann darfst du die Augen wieder aufmachen. Der Jesus, der hat den Menschen ganz viel Liebe geschenkt. Ganz, ganz viel. Deshalb meine ich, er hat mit dem Herzen geschaut. Er hat so viel Liebe hergeschenkt, egal was passiert. Egal was passiert. Der ist für uns alle da. Für uns alle. Und das mit ganz viel Liebe. Mit ganz viel Liebe. Nimm's da rein. Jesus ist für uns alle da. Mit ganz viel Liebe. Liebe Grüße von Momo. Und von Beate. Liebe Grüße. Auf Wiedersehen.